Ostermarsch 2015. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid, trotz der etwas niedrigeren Temperaturen. Aber es regnet nicht. Ich möchte darauf hinweisen, falls einen zu arg friert, wir haben auch einen gesunden Tee mitgebracht. Und hinter dem Tee stehen jetzt hier so Stelen. Und da müssen wir den Norbert Müller fragen, was hat es denn da auf sich mit den Stelen? Jetzt muss er mal rumkommen. Sonst... Ja, vielen Dank, Boris. Was hat es damit auf sich? Wir sehen hier die Kasernen in Illesheim und in Ansbach und Umgebung. Derer Anzahl kann man es mal kurz nennen. 1992 sind zwei davon schon verlassen worden, aufgelöst worden. Das ist die Hindenburg-Kaserne. Da hat es eine super Konversion gegeben mit dem Brückensender und der Hochschule Ansbach. Das hat Ansbach richtig gut getan. Die Hindenburg-Kaserne vermisst keiner. Hier haben wir noch die Bleidorn-Kaserne, die ist dann 1993 verlassen worden, auch hier aufgelöst. Und als Konversion ist da inzwischen oben die Kriminalpolizei und da werden die Fachlehrer für die Berufsschulen ausgebildet. Also auch hier eine super Konversion. Und ganz aktuell haben wir in der Zeitung gehört, die Baden-Kaserne wird fallen als nächstes in Meinerzwinden. Auch hier kein Aufschrei, oh Gott, sie gehen, sondern auch hier gehen wir jetzt schon davon aus, wie können wir das Ganze dann ergänzen, wie können wir diesen Platz nutzen. Und gehen wir weiter, Schipten-Kaserne in Obereichenbach, in Illesheim, die Stork-Kaserne, da werden unsere Illesheimer, die was vom Flugland betroffen sind, ganz laut schreien, wenn die einmal aufgelöst wird. Dann haben wir als nächstes die Bleidorn-Kaserne, beziehungsweise Bleidorn Housing Area oben, da wusste ich gar nicht, dass es die noch gibt, aber die haben tatsächlich noch die Amerikaner. Da wäre natürlich für die Berufsschule schön Platz nebenan. Danach, da werden die Obereichenbacher und auch die Leute in der Umgebung von Ansbach aufjubeln. Das ist die Bismarck-Kaserne mit dem Heliport in Kadderbach. Und ganz am Schluss die Urlas Housing Area, die was ja auch wenn dann mit aufgelöst werden muss. Und wenn jetzt die Baden Barracks quasi aufgelöst wird, übrigens im Internet steht von den Amerikanern drinnen, dass das das Hauptquartier ist. Immer gut, wenn das Hauptquartier aufgelöst wird, dann kann es bei den anderen ja gar nicht mehr, auch nicht so lange dauern. Auf jeden Fall, wenn die jetzt dann auch aufgelöst wird, dann hoffe ich, dass es so einen Dominoeffekt gibt. Und es wäre mein großer Wunsch und Traum, dass diese Kasernen aufgelöst werden, zivil genutzt werden und es tut Ansbach richtig gut. Und jetzt wollen wir mal symbolisch diese auch umfallen lassen. Schauen wir mal. Und jetzt hätte ich noch eine Bitte, wenn wir jetzt dann später am Osterumzug sind, da haben wir ja auch ein wenig den Kopf frei, können uns Gedanken machen, macht euch mal Gedanken, wie wir hier Konversion machen können. Es sind später kleine Zettel hier vorne, rosane und so Kartons. Es sind auch da, wo schon Konversion draufsteht, so kleine Reißnägel dort. Macht euch mal Gedanken, machen wir gleich so kleine Ideensammlung für die Stadt Ansbach und für Illesheim, für Bad Windsheim, wie man da, was man daraus machen könnte. Ruhig mal die Fantasie freien Lauf geben. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wir werden die Ideensammlung gern aufnehmen und dann auch gern weitergeben an die Kommunen. Vielen Dank, Robert, für diese Kunde und freuen uns auf seine Worte. Liebe Freunde, vielen Dank für den Beifall, der war noch dem Boris gewidmet. Vielen Dank, ich habe wahnsinnig gekämpft und mein Kollege Löhr auch, dass es heute nicht regnet. Jedenfalls möchte ich am Anfang nur ganz kurz einige wenige grundsätzliche Sachen sagen. Wir gehen an die Öffentlichkeit, weil wir allen sagen wollen, es gibt kein Recht auf Krieg. Es gibt kein Recht darauf, Menschen zu vergasen, erschießen, zerbomben, köpfen, pulverisieren, zerfetzen, verhungern lassen, zivilistisches Ungeziefer zu zerquetschen. Weil sie anderen Interessen im Wege sind oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Es gibt kein Recht, die Menschen mit Halbwahrheiten und gezielter Desinformation aufzuhetzen, kalte und heiße Kriege zu inszenieren, weder im Osten noch im Westen.
Die ideologischen Gegensätze von einst sind Geschichte. Heute regiert in Ost und West die Ideologie des Marktes, des großen Geldes. Aber wir sagen, es gibt kein Recht zur Vernichtung von Menschen, zur Durchsetzung von Vormachtsinteressen oder wirtschaftlichen Interessen. Es gibt nur die Pflicht zu verhandelten Interessenausgleich. Denken wir dabei an die unglücklichen Menschen in der Ukraine, aber nicht nur an die. Es gibt auch kein Recht auf erwünschten Regimewechsel von außen durch Geheimdienstaktionen, korrupte Politikerbestechungen, eingesickerte Soldaten im Urlaub oder Militärbasen in fremden Ländern, wie zum Beispiel in Ansbach und Illesheim. Die meisten Menschen auf dieser Erde wollen nur eines: in Ruhe und Frieden leben. Und das heißt, Krieg als organisierte Massentötung muss abgeschafft werden, wie Sklaverei und Hexenverbrennung. Und Sie wissen genau, mit der Sklaverei und der Hexenverbrennung war es auch nicht so ganz einfach, das abzuschaffen. Das Völkerrecht und das Grundgesetz muss in Geltung gesetzt werden. Einmischung in andere Staaten sind verboten. Wir erinnern an die Nürnberger Grundsätze nach den Nürnberger Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Erinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg muss zur Ablehnung gegenwärtiger unfriedlicher Politik führen. Sonst ist es sinnlos, wenn wir uns in Tränen ergehen über die Toten von 1918. Politiker-Bashing, bei allen berechtigten Kritik, das langt nicht. Sondern mit Harald Welzer oder auch ohne ihn selber denken. Schließlich haben wir auch alle zwei Gehirnhälften mitbekommen. Selber Demokratie aufbauen von unten, Druck ausüben nach oben, friedenskompetente Politiker und Parteien wählen und niemals vergessen, liebe Freunde, wir sind die Mehrheit. Danke. Wir haben ja traditionell seit 2009 auch immer das Grußwort der Stadt Ansbach mit dabei. Ich denke, das ist wichtig auch für eine Oberbürgermeisterin, die ja Mitglied in der sogenannten Liga der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister für den Frieden, der Mayors for Peace, ist. Persönlich hat sie leider keine Zeit. Keine Zeit haben auch nicht ihre vier Stellvertreter. Wir haben jetzt einen Stellvertreter mehr seit letztem Jahr. Allerdings haben wir damit wieder den gleichen Grußwortredner wie in den vergangenen Jahren, den geschätzten Kollegen Hüdinger, und er wird das Grußwort der Stadt Ansbach ohne die Bürger des Bürgermeistertitels werden. Ja, Boris, vielen Dank. Sicher werden sich einige Friedensfreunde wundern über die Tatsache, dass ich, obwohl ich eben kein Bürgermeister mehr bin, hier stehe und die Stadt Ansbach vertrete. Vor ein paar Tagen bei der Übergabe der Sporthalle in Kaderbach waren beide Bürgermeister Deffner und Botzner anwesend und engagierten sich für die deutsch-amerikanische Freundschaft. Heute war es allerdings leider oder auch nicht keinem Bürgermeister oder einem weiteren Stellvertreter der OB möglich, eine Rede für die Stadt zu halten. Damit aber die Solidarität der Stadt mit der Friedensbewegung gezeigt wird, hat unsere Oberbürgermeisterin Katha Seidel mich gebeten, für die Stadt zu sprechen und euch ihre Wünsche zu überbringen. Alle, die heute anwesend sind, demonstrieren für eine friedliche Welt, und dies ist in diesen Tagen notwendiger als je zuvor. Oberbürgermeisterin Seidel hat mich gebeten, auch mitzuteilen, dass sie sich auch weiterhin zusammen mit Herrn MdB Göppel um eine Reduzierung des Fluglärms durch Hubschrauber an oberster deutscher Stelle bemühen wird. Zwar wurde im Gespräch mit den hier stationierten amerikanischen Soldaten einiges auf freiwilliger Basis erreicht, dies ist jedoch noch nicht befriedigend. Die Ansbacher Soldaten, die NATO und insbesondere die neuen Mitgliedsländer im Osten Europas an der Grenze zu Russland müssen für die Machthaber in Russland eine Provokation sein. NATO-Manöver an der russischen Grenze,
in den baltischen Staaten einerseits und russische Flugzeuge über der Ostsee kündigen eine Wiederbelebung des Kalten Krieges in Europa an. Die Kriegstreiber in aller Welt, und dazu gehören manche Staatsmänner und Militärs, wollen offensichtlich keine friedliche Welt, sondern schüren Hass. Sanktionen, also die derzeitige Politik Deutschlands, Russlands, der NATO und der USA mit Drohungen, Sanktionen und Abschreckung gefährdet den Frieden in der Welt. Sanktionen gegen Russland, Milliarden Euros und US-Waffen für die Ukraine, damit kann man keinen Frieden schaffen. Denn erst die Waffenexporte haben dem Militär in vielen Ländern die Möglichkeit gegeben, ihr eigenes Volk zu unterdrücken und dazu beigetragen, Frieden zu führen. Als Friedenspolitiker, als Friedensinitiative können wir hierzu nicht schweigen. Unser Ziel muss ein verantwortungsbewusstes Leben in einer freien Gesellschaft ausgerichtet sein. Wir sind dazu aufgerufen, im Geist der Verständigung, des Friedens und der Toleranz zu wirken. Wir müssen unseren Beitrag zur Gleichberechtigung und der Freundschaft zwischen allen Völkern und ethnischen, nationalen und religiösen Gruppen leisten. Wir brauchen Menschen, die an der Gewaltfreiheit festhalten. Wir brauchen Menschen, die sich grundsätzlich gegen die Produktion und den Export von Rüstungsgütern stark machen, weil militärische Lösungen erst die Probleme schaffen. Freiheit, Selbstbestimmungsrecht für alle, ja, aber nicht mit militärischer Gewalt. Zurück an den Verhandlungstisch, ohne Sanktionen, ohne Drohungen, ohne militärischen Druck. Wer Nationalismus fördert, Rassismus predigt, Hass schürt, der legt den Nährboden für einen Krieg. Wer Minderheiten unterdrückt, wie dies mit den Palästinensern in Israel und den Russen in der Ukraine geschieht, wird keinen Frieden finden. Wer Waffen liefert, spielt mit dem Feuer und macht Kriege erst möglich. Wenn Ansbacher Soldaten und Hubschrauber an der russischen Grenze Manöver durchführen, macht dies die Welt nicht sicherer, sondern es macht Angst. Uns Angst. Die Verhandlungen zur Ukraine und dem Iran sind zwar ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber um die Welt vor einem weiteren Krieg zu schützen, brauchen wir eine neue Dimension von Friedensinitiativen. Wir brauchen weltweite Abrüstungsgespräche mit dem Ziel einer entmilitierten Zone von Europa, vom Ural bis zum Rhein oder noch besser bis zum Atlantik. Es geht aber auch nicht darum, die Hubschrauber und die Soldaten zu verlegen, sondern langfristiges Ziel muss ein radikaler Abbau allen Militärs sein. Unser Ziel bleibt weiterhin ein friedliches Ansbach ohne Militär, eine Welt ohne Kriegswaffen. In diesem Sinn weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagnachmittag. Vielen Dank. Es gibt warmen Tee. Habe ich schon angekündigt, dass es warmen Tee gibt. Dann zu. Vielen Dank, lieber Hannes, für diese klaren Worte. Nächste Rednerin ist die Landesvorsitzende der Linken in Bayern und Bundestagsabgeordnete Eva Brüning-Schröder, die an unserem Thema hier in Ansbach auch bereits seit 2007, da war sie zum ersten Mal zum Thema Hubschrauberlärm und Aufrüstung in Ansbach zu Gast. Sie wird heute allerdings den Bogen auch spannen. Was bedeutet eigentlich das Thema Rüstungsexporte, deutsche Rüstungsexporte für den Frieden in Europa und in der Welt? Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Ansbacherinnen, soll es ein bisschen hoch? Ja, wir machen das alles nicht anders. Ist ja fast, als wäre der Gregor Gysi am Mikrofon. Jetzt passt das ja. Ja, wir treffen jedes Jahr zu irgendwelchen Ostermärschen zusammen, um gemeinsam ein Zeichen zu setzen. Und ich finde toll, dass ihr so viele hier seid. Das ist nicht in jeder Stadt so. Und wir wollen auf die Sinnlosigkeit und den Wahnsinn von Krieg und Waffengewalt aufmerksam machen. Und wir sagen, wir wollen eine friedliche Welt. Und dafür gehen wir immer und immer wieder auf die Straße. Aufstehen gegen Krieg und Unrecht. Das hat aber gerade auch in Ansbach Tradition. Vor 70 Jahren, am Ende des Zweiten Weltkrieges, setzte ein junger Ansbach ein Zeichen des friedlichen Widerstands. Seinen Namen kennen viele unter Ihnen, Robert Limpert. In den letzten Kriegstagen, vor genau 70 Jahren, ging der Student ins Ansbacher Rathaus, gleich hier am Martin-Luther-Platz. Ansbach solle von den Amerikanern die Friedensflagge hissen. Nicht weiterkämpfen, nicht noch mehr sinnloses Blut vergießen und leiden auf beiden Seiten. Limpert verteilte Flugblätter,
rief dazu auf, die Stadt nicht bis auf den letzten Mann zu verteidigen. Weiße Fahnen raus, stand auf seinem Flugblatt. Der Bürgermeister war für die Kapitulation. Doch Ernst Mayr, ein zur Stadtverteidigung eingesetzter Luftwaffenoberst, war gegen den Frieden und drohte den Ansbachern mit Erschießung. Robert Limpert, und darum erinnere ich heute an ihn, Limpert leistete Widerstand, griff zu zivilen Ungehorsam und durchschnitt das Telefonkabel eines Kommandostandes der Wehrmacht. Zwei Hitlerjungen verrieten ihn. Robert Limpert wurde erhängt von Mayr, eigenhändig, und gleich hier hinten an der Mauer des Rathauses an einem Haken, ohne Gerichtsverfahren. Ja, und heute? Leider ist der Tod weiter ein Meister aus Deutschland. Da ist das Geschäft mit dem Tod die Rüstungsindustrie. Gewehre von Heckler und Koch in der Hand korrupter Polizisten und Gangster töten in Mexiko. Das Land versinkt mit 10.000 Toten im Antidrogenkrieg. Dabei wandert die Droge in die Nasen in Europa und in den USA. Leopardpanzer von Krauss Maffei und Rheinmetall für die Herrscher in Saudi-Arabien und Katar schießen Oppositionelle ab. Diese Waffen sichern Unrechtsregime im Nahen Osten ab. Dabei sind es wir, die das Erdöl kaufen, und die Konzerne profitieren natürlich. Und was macht unsere Regierung? Sie nimmt es hin, dass Journalisten ausgepeitscht werden, putzt in Riad und Doha Klinken, Hauptsache die Geschäfte laufen gut. In Ägypten putscht das Militär, Demonstranten werden mit Waffen und Tränengas aus Deutschland niedergehalten. Und was macht die deutsche Regierung? Gute Miene zum bösen Spiel, putzt in Kairo Klinken. Hauptsache Siemens und Co. ziehen neue Milliarden Aufträge an Land. Überall, wo es knallt, da hat ein Waffenbauer aus Deutschland mitverdient. Deutschland ist 2014 wieder Europameister im Waffengeschäft, Platz 4 weltweit. Ja, und da frage ich mich dann, haben die ganzen Regierungsvertreter nichts aus der eigenen Geschichte gelernt, liebe Freundinnen und Freunde? Zwei Drittel der Menschen hier in diesem Land lehnen Kriege ab, und ich erwarte, dass das auch mal im Bundestag jetzt endlich umgesetzt werden und nicht andersrum zwei Drittel für Auslandseinsätze stimmen, es muss andersrum sein. Und deswegen stehen wir auf, und dagegen müssen wir immer wieder Zeichen setzen. Und kein Mensch weiß wirklich, wohin die Schiffsladungen voller Pistolen, Gewehre und Munition aus Deutschland weiter verscherbelt werden. Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika bringen sich gegenseitig um, weil Armut und Hunger den Kampf ums Überleben schnell zum Krieg zwischen Nachbarn werden lässt. Dabei profitieren Konzerne auch in Deutschland, gerade den reichsten Staaten, vom ungerechten Welthandel. Wir profitieren von der Versorgung unserer Industrie mit billigen Rohstoffen und billiger Energie aus aller Welt. Und die Unternehmen profitieren vom Waffenhandel. Unser Wohlstand und unser Frieden wird am Hindukusch verteidigt, wird uns erzählt. Und für mich ist das alles Unrecht. Unser Wohlstand und unser Frieden werden im Irak und im Nahen Osten oder auf den Welthandelsrouten der Weltmeere verteidigt, wird uns gesagt. Für mich ist das Gewalt. Und angeblich wird auch unser Wohlstand und unser Frieden neuerdings in der Ukraine verteidigt. Und dagegen müssen wir aufstehen, liebe Freundinnen und Freunde. Und darum sage ich, nie wieder Krieg vom deutschen Boden. Heute führen unsere Befreier von damals Krieg gegen fremde Länder von Deutschland aus. Da ist der unsägliche Drohnenkrieg mit tausenden Opfern, die meisten sind Unschuldige, darunter viele Kinder. Und das nennt sich dann Kollateralschaden. Für die Friedensbewegung ist es ein neues, hartes Stück Arbeit, dieses neue Unrecht zu erklären und dagegen zu mobilisieren. Gerade in der Oberpfalz, wo ja mit Drohnen geübt werden soll, nicht weit weg von mir. Und an dieser Stelle unsere solidarischen Grüße auch an die Friedensaktivistinnen und Aktivisten dort, denn die machen heuer in diesem Jahr das erste Mal einen Ostermarsch, und das finde ich besonders toll.
nur, weil der neue Krieg weit weg ist und die Opferzahlen nicht in die Millionen gehen, bleibt er doch trotzdem eines: Unrecht und Gewalt. Hier in Deutschland sitzen Männer und Frauen auf dem US-Stützpunkt Rammstein am Computer vor Bildschirmen und töten Menschen per Mausklick. Und das ist Krieg. Es sterben Menschen in Jemen, Menschen in Pakistan, Menschen in Syrien und Menschen in Afghanistan. Und das ist Gewalt. Ohne Gerichtsverfahren, weil sie auf US-Todeslisten stehen. Und das ist natürlich Unrecht. Völkerrecht spielt keine Rolle. Die Vereinigten Staaten sind die neuen Herren der Welt. US-Juristen heben nationale und internationale Gesetze aus, nur um Obamas außergerichtlichen Hinrichtungen einen rechtsstaatlichen Anstrich zu verpassen und ganze Familien auszulöschen. Und die deutsche Regierung? Sie spielt mit. Macht vor Washington Männchen. Und ich finde es einfach nicht hinnehmbar, was hier passiert, liebe Freundinnen und Freunde, und deswegen ist es auch so gut, dass ihr hier seid. Widerstand gegen Krieg und Unrecht ist nicht immer einfach. Und deshalb herzlichen Dank, dass ihr heute hier seid. Schnell werden wir Pazifisten in die Spinnerschublade gesteckt, und ihr merkt es ja auch immer wieder im Bundestag. Ja, das sind Bläde und die verstehen das ja alles nicht. Wir sind Träumer, die Welt sei nun mal, wie sie ist, brutal und gewalttätig. Doch Widerstand hat Erfolg, wenn er vor Ort geführt wird, wie hier in Ansbach, damals wie heute. Und an der Bürgerinitiative jetzt langt's, kommt einfach niemand mehr vorbei. Und es kann auch nicht sein, dass die Kampfhubschrauber hier in Bayern weiter Krieg führen. Die Militärbasen Katterbach und Illesheim, die müssen geschlossen werden. Das Nachtflugverbot muss endlich durchgesetzt werden und auch das Überflugverbot. Und ich habe mal überlegt, eigentlich konnte es doch gar nicht sein. Das Waldfeste wegen deren Belästigung höchstrichterlich um 22 Uhr aufhören müssen. Die US-Armee uns aber weiter den Schlaf rauben darf, nun besser töten zu können. Liebe Freundinnen und Freunde, und daran sieht man die Perversität. Folgen wir also dem Aufruf, nie wieder Krieg vom deutschen Boden. Und ich bin sicher, eine friedlichere Welt ist möglich. Und machen wir uns nichts vor, der Frieden bei uns zu Hause, dieser Frieden und dieser Wohlstand im Kapitalismus ist mit Krieg bezahlt. Folgen wir dem Beispiel von Robert Limpert. Lassen Sie uns nicht nur die weiße Fahne schwenken, sondern noch ein bisschen mehr dafür tun. Ich denke, Widerstand gegen Unrecht und Gewalt ist legitim für eine friedlichere und gerechte Welt. Danke. Ja, vielen Dank, liebe Eva. Und es ist heute tatsächlich ein starkes Signal für eine friedlichere Welt. Es sind bereits jetzt an der Auftaktkundgebung über 300 Menschen hier. Und ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Nochmal herzlichen Dank dafür. Als nächster Redner auch ein, sage ich mal, ein Ansbacher Eigengewächs fast. Der Martin Schlümpfig war lange bei der Stadt Ansbach, wohnt in Feuchtwangen, ist seit 2013 Landtagsabgeordneter für die Grünen und dort energiepolitischer Sprecher. Ja, herzlichen Dank, Boris. Ich möchte Sie, ich möchte auch euch auch ganz herzlich begrüßen zum diesjährigen Ostermarsch. Die Notwendigkeit, dass man immer wieder den Ostermarsch durchführt, ist, denke ich, angesichts der weltweiten Lage ganz eminent. Und es freut mich deswegen besonders, dass heute, wie du gesagt hast, 300 Personen wieder mit dabei sind, bei nicht gerade österlichem Wetter, aber trotzdem trocken, dass wir hier durch die Altstadt marschieren. Ich möchte zu Beginn etwas sagen zum Thema Ansbach nochmal, weil ich war ja doch, wie gesagt, 11 Jahre lang, ich bin zwar aus Feuchtwangen, also noch nicht ganz Ansbacher, aber 11 Jahre lang hier im Umweltamt tätig als Umweltingenieur, und die Hubschrauber-Lärmmessungen, die wir damals durchgeführt haben im Jahr 2011, haben für mich zwei Dinge ganz klar gezeigt. Zum einen, wir haben eigentlich keine rechtliche Grundlage, also was die Lärmwerte angeht, weder das Fluglärmgesetz noch die Landeplatzrichtlinien, wie sie alle heißen, die verschiedenen Richtlinien, die es in dem Bereich gibt, greifen nicht. Bei militärischen, gerade bei amerikanischen Flughäfen
gibt es hier nichts. Also man kann nahezu von einem rechtsfreien Raum sprechen in diesem Bereich. Es gibt keine gesetzliche Grundlage, wo man hier handhaben kann. Man ist immer auf es gut will angewiesen und das kann es nicht sein. Das einschlägige Fluglärmgesetz, das man annähernd heranziehen kann, hat dermaßen hohe Richtwerte, dass wir die Messungen, die wir gemacht haben in Kaltenkreuth, in Pfaffenkreuth, in Obereichenbach, dass die in den Kammerforst, genau in den drei Orten war es, dass wir weit unterhalb dieser Richtlinien waren. Das Fluglärmgesetz sieht nämlich vor, dass am Tag sechsmal ein Pegel von 72 dB überschritten werden müsste, um sogenannte Lärmschutzzonen einzuhalten. Und das über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Wenn Sie das jetzt hochrechnen, 182 Tage mal 6, dann sind wir bei 1090, also knapp 1100 Ereignissen mit nahezu 72 Dezibel. Wo 72 Dezibel erreicht bzw. überschritten werden. Wir hatten damals bei unseren dreiwöchigen Messungen in der Nähe vom Haus von Dieter Hiemer, haben wir Ergebnisse gehabt mit 5 Überschreitungen von 70 Dezibel in 3 Wochen. Und jetzt werden hier Richtwerte angesetzt mit massiven Überschreitungen, 6-mal am Tag 72 Dezibel. Also selbst wenn diese Gesetze einschlägig wären, was sie ja nicht sind, könnten wir hier nichts erreichen. Deswegen muss man 2 Sachen ändern. Man muss sowohl auf Bundesgesetz, und es ist alles Bundesgesetz, Landesgesetz hat hier leider nichts zu melden, alles auf, also bundesrechtlich zum einen ändern, dass die Fluglärmgesetze massiv verschärft werden, weil sie viel zu hohe Richtwerte haben. Und zum Zweiten brauchen wir eine gesetzliche Grundlage, dass auch die militärischen Flughäfen, Landeplätze unter eine gewisse Regelung fallen. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Dafür müssen wir einfach kämpfen und einfach sagen, jetzt langt es mit dem Lärm, mit der Lärmbelästigung in Ansbach. Im Landtag ist das Thema Lärmbelästigung, wie ich gerade schon gesagt habe, ist hier keine landesrechtliche Kompetenz. Die Diskussionen, die wir haben, und Eva Bulling-Schröter hat es gerade schon mal skizziert, dass man oft ausgelacht wird. Wir haben, wenn wir im Wirtschaftsausschuss, wo ich stellvertretender Vorsitzender bin, wenn wir debattieren oder im Plenum zum Thema Rüstung, sind wir immer diejenigen, die dann irgendwo an die Wand gestellt werden, wenn wir sagen, wir wollen weg von den Rüstungsexporten. Dann wird man oftmals hingestellt als diejenigen, ihr seid mitverantwortlich, wenn in Afghanistan Soldaten verletzt werden, wenn sie zu Tode kommen, weil wir nicht die optimale Ausrüstung bieten. Nein, das ist vollkommen falsch. Es muss so weit gehen, was wir sagen, wir wollen nur dann wirklich militärisch eingreifen. Das ist die allerletzte Option. Und Afghanistan und wo zum Teil Soldaten entsendet werden, das ist nicht die Lösung. Wir wollen Deeskalation, das ist unsere Politik. Deswegen runter mit den Rüstungsexporten. Wir sind immer noch in Deutschland Platz 4. Das darf nicht so bleiben. Eben wurde auch schon angesprochen, das sind dann die hohen Rüstungsexporte. Wir sind jetzt bei 2,3 Milliarden Umsatz, was das erste letzte Halbjahr in Deutschland generiert wurde über Rüstungsverkäufe in Staaten wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Bahrain, Algerien, Israel, wie sie alle heißen und wo denn die Waffen dann am Schluss bleiben, wissen wir alle nicht. Und ich möchte auch noch dazu sagen, dass die Flüchtlingsströme, die wir derzeit haben, wir können nicht ausschließen, dass in diesen Ländern, wo die zahlreichen Flüchtlinge ihr Land verlassen müssen, dass die nicht vertrieben werden mit deutschen Waffen. Das können wir nicht ausschließen. Deswegen muss uns ganz klar sein, runter mit den Rüstungsexperten. Und ein Umstand macht mir auch wirklich Angst, wenn jetzt Ursula von der Leyen, unsere Verteidigungsministerin, ankündigt, wir wollen einsteigen in ein Drohnenprojekt. Gemeinsam mit Frankreich und Italien ist geplant, Drohnen zu entwickeln, die dann auch bewaffnet werden können, bis zum Jahr 2020, 2025 einzusteigen in eine Politik, die sich in den letzten Jahren, wie die USA das praktizieren, erwiesen hat,
dass er eigentlich nur eskaliert und nicht deeskaliert. Das, was die USA in Afghanistan betreiben mit ihrem massiven Drohneneinsatz, ist, und wie unsere grüne verteidigungspolitische Sprecherin Angelika Brugger das auch immer wieder sagt, das ist eine Aushöhlung des Menschenrechts, das ist eine Aushöhlung des Völkerrechts, was hier betrieben wird, eine Automatisierung des Tötens, anders kann man es nicht mehr nennen. Und es sind schon Gedankenspiele in den USA, dass nicht mehr ein Mensch hinter dem Joystick sitzt, sondern dass die Drohnen irgendwann autonom fliegen. Also dass das komplett automatisiert wird. Und da wollen wir nicht mitmachen als Deutschland. Da müssen wir auch wirklich eine starke Stimme sein gegen Kriegstreiber, die zum Teil in den USA oder auch in Israel, in Russland zum Teil sehr viel Macht haben. Wie in Deutschland müssen wir sagen, klar, Finger weg von diesem Einsatz von Drohnen. Das hat mit Völkerrecht nichts mehr zu tun. Deswegen eine klare Ablehnung dieser Pläne der Bundesregierung. Abschließend noch kurz, und Pfarrer Mayer hat es schon mal kurz erwähnt, positiv, was mich wirklich positiv stimmt, sind die Verhandlungen jetzt mit Iran über die Frage der atomaren Nutzung. Das sind Dialoge, die hier geführt werden. Das ist auch eine Stärke von uns, von Deutschland, von Europa, wo wir sagen können, jawohl, wir können deeskalieren. In diese Richtung muss es gehen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier, wenn wir in vielen Städten heute in Deutschland wieder demonstrieren für den Frieden, dass wir mit einer klaren, mit einer lauten Stimme dafür sprechen können, Deeskalation, Frieden schaffen ohne Waffen. Das muss die Botschaft von heute sein. Und ich freue mich jetzt noch auf einen schönen Nachmittag und interessante Gespräche. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Martin. Und jetzt geht es dann auf den bunten Ansbacher Ostermarsch. Die Richtung ist Richtung Westen, Würzburger Landstraße, Kasernen dann, zurück über die Residenzstraße und den Schlossplatz, wieder hierher zum Ausgangspunkt. Und ich bitte doch die Rednerinnen und Redner, sich hinter dem Fronttransparent zu versammeln. Und dann marschieren wir los unter der Führung von der besten Demoband Frankens, den Batukeros.